Block 83, digitale Speicherelemente. Also wir haben uns jetzt die Signale angeschaut, die digitalen, und wir haben uns angeschaut die Gatter, mit denen man diese Signale irgendwie verknüpfen kann und aus Eingangssignalen Ausgangssignale machen kann. Aber in den Gattern haben wir gesagt, eine wesentliche Eigenschaft ist, dass die keinen internen Zustand speichern können, sondern der Wert am Ausgang hängt immer nur davon ab, was zu diesem Zeitpunkt gerade am Eingang passiert. Und innerer Zustand würde heißen, dass sich das Bauteil irgendwie merken kann, was in der Vergangenheit passiert ist und dass der Ausgang eben auch von der Vergangenheit abhängt. Jetzt wissen wir aber, glaube ich, schon aus Alltagssituationen, dass Dinge, die digital sind, oft Speicher beinhalten. Das heißt, irgendwo kann das nicht sein, dass das quasi alles ist, dass es keinen inneren Zustand gibt, der gespeichert ist, sondern es muss auch Sachen geben, mit denen man einen Zustand speichern kann. Und diese Dinge, die nennt man dann eben Register, diese Speicherelemente, damit es da einen guten Unterschied gibt zu den Gattern. Also die Gatter, die verknüpfen nur, aber da gilt immer nur quasi das, was jetzt ist und was das Gatter gestern erlebt hat, spielt keine Rolle. Bei einem Register jedoch kann das sein, dass wir das gestern auf einen Wert gesetzt haben und seitdem keine Änderung herbeigeführt haben und darum ist es einfach immer noch auf diesem Wert. Und eine Möglichkeit, um das Verhalten von solchen Speicherelementen zu beschreiben, ist ebenfalls über Wahrheitstabellen, aber über spezielle Wahrheitstabellen. Wir haben hier ein Gatter mit dem Ausgang Q, ein Register mit dem Ausgang Q, und wir machen jetzt eine Wahrheitstabelle, wo wir in der linken Seite, wo die Eingänge stehen, auch Q hinschreiben, und damit meinen wir den alten Wert von Q bis unmittelbar gerade jetzt, und auf der rechten Seite haben wir Q', das ist quasi der neue Wert, der jetzt folgen soll. Und damit kann ich sowas schreiben wie hier in der ersten Zeile, dass ich sage, okay, wenn S und R beide 0 sind und Q einfach irgendeinen Wert Q hat, damit kann ich mal Zeilen sparen. Ich könnte quasi zwei Zeilen machen, wo ich sage, wenn S und R 0 ist und Q auch 0 ist, dann ist das neue Q ebenfalls 0. Und wenn S und R 0 ist und Q 1 ist, das neue Q ebenfalls 1. Damit ich weniger Zeilen brauche, schreibe ich einfach hier klein Q und dann ist der Ausgang auch klein Q. Also wir sehen an der ersten Zeile, wenn S und R 0 sind, macht das keine Veränderung am Ausgang. In der zweiten Zeile haben wir, wenn S auf 1 ist und R auf 0, dann ist wurscht, was der alte Wert ist, der neue Wert ist 1. Und umgekehrt, wenn S 1 ist und R, S 0 ist und R ist 1, dann ist wurscht, was der alte Wert ist, der neue Wert ist 0. Also wir können hier schon erahnen, das S steht für Set und das R steht für Reset, weil das ein Set-Reset-Flip-Flop ist. Und wenn der Set-Eingang irgendwann auf 1 geht, heißt das, der Ausgang geht sofort auf 1 und vergisst, was er vorher war. Wenn R irgendwann auf 1 geht, geht der Ausgang sofort auf 0 und vergisst, was er vorher war. Aber solange beide 0 sind, bleibt der Ausgang unverändert und wir können seinen Wert merken. Und wenn beide 1 sind, naja, dann hängt es davon ab, was für ein Fabrikat man kauft. Also das ist in der Tat was, wenn man zum Beispiel das Datenblatt von 555 Timer anschaut, wo auch ein SR-Flipflop drinnen ist, da gibt es eine eigene Tabelle, in der man ablesen kann, was ist, wenn beide Eingänge. Bei manchen oszilliert. Wie schnell die Flanke weggeht, also wenn die wirklich exakt gleichzeitig sind, ist es wirklich undefiniert. Ist das die beste Frage, ja, was zuerst passiert, oder? Ja, also die Frage. Welches weggeht als erstes? Naja, nein, das ist, also, wenn quasi eins weggeht und das andere bleibt auf eins und sie gehen nicht gleichzeitig weg, dann ist danach gut definiert. Die Frage ist, was ist währenddessen? Was ist, solange beide auf eins sind? Ist dann der Ausgang permanent auf eins? Ist der Ausgang permanent auf null? Oder oszilliert der Ausgang mit einer unglaublich hohen Frequenz? Oder raucht es. Oder raucht es, ja, das kann natürlich auch sein. Ist das auch eine Bauteilbeschreibung? Nein, Bauteil raucht übrigens. Das sagt kein Hersteller. Warning, it will release that magic smoke and keeps your monitor working. Ja. Jetzt mal am Anfang für die ersten grafischen Displays unter Linux konnte man das einstellen und dann in der Beschreibung stand, wenn man da was falsch macht. Dann setzt man den magischen Rauch frei, der den Monitor am Leben erhält. Genau.
weil der Rauch kommt raus und das Gerät ist kaputt. Das heißt, vorher muss der Rauch drinnen gewesen sein und weil es dann funktioniert hat, muss der Rauch das magische Element sein, das den Monitor zum Funktionieren gebracht hat. Okay, also das war jetzt ein SR-Flip-Flop. Und SR-Flip-Flops sind immer ganz nett, weil man damit demonstrieren kann, wie dieses Verhalten ist, wenn man hat Dinge, mit denen man den Ausgang auf einen Wert zwingen kann und andere Situationen, in denen der Ausgang einfach auf dem Wert bleibt. In aller Regel in digitalen Schaltungen verwendet man aber sogenannte D-Flip-Flops. Und hier ist die Wahrheitstabelle für so ein D-Flip-Flop. Wenn der C-Eingang, der Takteingang, Clock, wenn der eine positive Flanke hat, also in dem Augenblick, in dem er seinen Zustand von 0 auf 1 wechselt, wird der Wert vom D-Eingang genommen und der neue Ausgangswert. Und in allen anderen Fällen ist einfach der Ausgangswert unverändert. Der alte Ausgang ist der neue. Das heißt, vorher beim SR-Flipflop war alles zustandsbasierend. Wir haben gesagt, in dem Zustand passiert das, in dem Zustand passiert das. Also wir haben gesagt, wenn der Pegel auf S anliegt, der Pegel auf R, dann macht der Bauteil das und das. Und hier haben wir keine Zustandsangabe, sondern hier haben wir wirklich der Zeitpunkt, bei dem die Zustandsänderung eintritt, von 0 auf 1, an diesem Zeitpunkt nimmt man der Bauteil den Wert von Eingang D und legt ihn auf den Ausgang. Und danach ist er wieder? Und danach bleibt er dort, wo er ist. Also danach bleibt er auf D? Ja, genau. Also ab dem Zeitpunkt ist er bis zum nächsten Mal, bei dem eben der C-Eingang seinen Zustand wieder ändert von 0 auf 1 und in diesem Zeitpunkt wird dann wieder der Eingang übernommen. Und das ist das Standard-Speicherelement, würde ich sagen. Also wenn wir jetzt irgendwie einen aktuellen Prozessor zerlegen würden, ich meine, man kann es nicht sehen, weil man ihn irgendwie aufmacht, weil schaut alles gleich aus drinnen auf dem Chip, aber wenn man die Innenbeschaltung sich anschaut, dann sieht man, dass das D-Flip-Flop ist irgendwie so ein universelles Speicherelement. Wenn die positive Flanke passiert, geht die Tür auf, schaut, hallo D, komm mal rein und ja, das genau. D bleibt dann drin sitzen, bis wieder Tür aufgeklappt wird. Genau. Und gleichzeitig mit Tür aufklappen gibt die Falltür, die das alte D quasi entsorgt, genau. Weil das kommt ein neues hinein. Genau. Aber nicht, wenn es von 1 auf 0 geht, sondern immer nur von 0 auf 1. Nur von 0 auf 1, genau, nur auf der positiven Flanke. Oder ich kann natürlich auch ein D-Flip-Flop machen, das nur auf der negativen Flanke reagiert, aber meistens nimmt man die Flanke von 0 auf 1. So, das war schon der Hauptteil von dem Block. Es gibt Speicherelemente. Man kann auch Wahrheitstabellen machen für die Speicherelemente. Und das wichtigste Speicherelement ist das D-Flip-Flop. Und der ganze Rest ist in der Diskussion. Das kennt ihr eh schon. Also. Wir haben das D-Flip-Flop gerade kennengelernt und jetzt schauen wir uns ein D-Latch an in diesem Diskussionspunkt. Und ein D-Latch ist sozusagen ein D-Flip-Flop-Light. Was ist denn der Unterschied, wenn wir uns die Wahrheitstabelle hier anschauen zum D-Flip-Flop? Es wird immer geschrieben, die Tür ist immer. Nein. Es ist nicht mehr die Flanke, sondern der Zustand. Es ist der Zustand, genau. Wenn der E-Eingang auf 1 ist, dann geht es durch. Das D, was wir anlegen, also solange der E-Eingang auf 1 ist, verhält sich das wie ein Buffer. Der Buffer, der reicht ja auch das Eingangssignal unverändert zum Ausgang durch. Aber in dem Augenblick, wo der E-Eingang auf 0 geht, ignoriert der Baustein das Eingangssignal und behält das jetzige Ausgangssignal bei. Und das sehen wir eben in der ersten Zeile, wenn E 1 ist, dann wird es durchgenommen. Und ansonsten, also man kann quasi in diesen Wahrheitstabellen meistens haben die Zeilen oben eine höhere Priorität als die Zeilen unten. Ansonsten bleibt einfach der Ausgangspegel unverändert. Und jetzt behauptet mein Skriptum hier, dass ich ein D-Flip-Flop bauen kann aus zwei D-Latches, indem ich die beiden D-Latches so aneinander hänge. Kann das wer erklären, warum zwei D-Latches so aneinander gehängt ein D-Flip-Flop sind?
Ja, dann mach. Nein. Ich weiß nicht, also da ist es ja nicht E und bei dem zweiten ist es E. Genau. Und der Übergang ist der Punkt, wo es eben die Flanke macht von nicht nach, also von 0 nach 1, also von eben runter nach rauf, genau. Steigende Flanke. Also solange C der Glockeingang auf Low ist, ja. Uns interessiert der Zustandswechsel von Low auf High. Aber solange C auf Low ist, ist dieses E aktiviert, weil wir haben den Knödel, der invertiert, und dieses E nicht. Das heißt, in der Low-Phase der Glock ändert sich mal der Ausgang nicht, da bleibt das auf dem Wert, den es vorher hat, aber das erste Latch ist durchlässig, sagt man. Also, was immer hier passiert, passiert auch hier. Und wenn ich jetzt einen Zustandswechsel habe von 0 auf 1, dann wird dieses Latch hier undurchlässig, aber das zweite wird durchlässig. Also in der Low-Phase kommt quasi das D-Signal bis hierher. Und beim Zustandswechsel von 0 auf 1 machen wir hier zu und lassen hier durch. Und das Wichtige ist, dass es Q bleibt. Genau, das ist, dieses Q natürlich bleibt. Also wenn wir sagen, das Latching macht zu, heißt es, es speichert einfach diesen Wert, bis es wieder aufmacht. Und bis dahin wird der Eingang ignoriert. Und das ist halt wichtig, mit welcher wie das Timing genau ist, weil man natürlich nicht möchte, dass in der umgekehrten Zustandswechsel, wenn man dann quasi von High auf Low wieder geht, dass es nicht einen kurzen Punkt gibt, wo irgendwie beide durchlässig sind, sondern eher, dass zuerst der zumacht und dann erst der aufmacht. Das sind immer so die Details, wenn man solche Sachen baut, dass diese Timings in genau diesen kleinen Zeitspannen genau passen. Also wenn man sich ein D-Flip-Flop, also dieses Bauteil hier, das wir unten jetzt aufgebaut haben, und wir kennen jetzt eine mögliche Innenbeschaltung für ein D-Flip-Flop. Hier haben wir in der Wahrheitstabelle gesagt, genau bei diesem Augenblick, wo wir den Zustandswechsel haben von 0 auf 1, genau dann soll der Eingangswert zum Ausgang übernommen werden. Wenn man mal jetzt einen Datenplan anschaut von einem Flipflop, da findet man so Begriffe wie Setup Time und Hold Time. Und im Grunde geht es dabei darum, die Setup Time ist, wie lange der Eingang stabil bleiben muss, bevor die Flanke ist, damit quasi die Änderung an dem Signal nicht zu nah an dem Takt passiert und dann möglicherweise quasi ein undefinierter Zwischenzustand zwischen 0 und 1 gesendet wird. Und die Hold Time sagt uns, wie lange nach der Flanke der Wert noch aufrechterhalten bleiben muss aus dem Gleichen. Wenn man jetzt wieder in die Analogtechnik kommt, ist das eine, dass es eine Kapazität hat, das Ding, und das andere, dass es eine Induktivität hat. Also die. Weil das, was vorher setzen muss, ist, weil die. Wäre das ein Aufladen der Gate-Kapazität, ja. Aber nicht ganz. Also die Idee passt schon, aber die beste Art, über diese Setup- und Hold-Time nachzudenken, finde ich, ist die folgende. Da sieht man nämlich am besten, welche Probleme entstehen, wenn man die Setup- und Hold-Time nicht einhält. Wir haben zwei Dinge. Wir haben das D-Eingangssignal, wir haben den Takt und wir haben das Ausgangssignal Q. Und der Takt geht da irgendwann von 0 auf 1. Und jetzt sagen wir, als Gedankenexperiment mal, D wechselt früher als dieser Glock ist von 0 auf 1. Dann können wir sagen, also der Ausgang wird dann wie ausschauen? Vorher wissen wir es nicht. Aber wir sagen 0, genau, weil sonst ist es eine fade Linie. Und zu diesem Augenblick oder vielleicht ein bisschen später, je nachdem wie genau das Timing ist in dem Baustein, wechselt auf 1, weil hier die Flanke ist und da lässt das Position durch. Eine Möglichkeit, das zu sehen ist, dass das Flip-Flop diesen
Event hier in der Zeit verzögert. Also dieser Event ist quasi dieser Event hier, aber in der Zeit verzögert. Und jetzt kann ich hergehen und diesen Event später und später passieren lassen. Und sag mal, der passiert da drüben. Um wie viel wird das dann in der Zeit verzögert? Okay. Unendlich, genau, das passiert nie. Also wir wissen quasi, wenn wir hier schalten, wird es eine gewisse endliche Zeit verzögert. Und wenn wir hier schalten, wird es eine unendliche Zeit verzögert. Und interessanterweise machen Dinge meistens keine Sprünge. Das heißt, wenn ich genau hier schalte, dann passiert nicht, was man oft annehmen würde, dass ein zufälliger Wert rauskommt. Sondern das Absurde ist, wenn ich jetzt ein Eingangssignal, ich mache das in Rot, weil das ist das, wo ich hinaus möchte, ich habe ein Eingangssignal, das so ausschaut, dann kriege ich auf einmal ein Ausgangssignal, das vielleicht so ist. Und da hinten, viel später, auf einmal den Zustand wechselt. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, wenn ich quasi eine Erhebung habe und ich lasse einen Ball fallen und ich möchte, dass der links oder rechts von der Erhebung ist. Und jetzt lasse ich den Ball aber genau auf der Spitze fallen, dort wo er quasi noch nicht ganz weiß, ob er nach links oder rechts rollen möchte. Und dann dauert es viel länger, dass er in einem der beiden Zustände ankommt, als wenn ich ihn gleich links fallen lasse oder gleich rechts fallen lasse. Und das ist auch ein super Experiment, das man machen kann mit einem Oszilloskop, dass man quasi diese Schaltsignale anlegt an ein Flipflop und dann einfach diesen Punkt hier nach hinten verzieht und der chittert ein bisschen. Und dann sieht man quasi hier irgendein Feld, in dem der kommt, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und wenn man dann nahe genug drankommt, dann sieht man, dass das so nach hinten wächst. Und dann halt manchmal noch genau da schaltet und manchmal viel, viel später. Zu einem Zeitpunkt, wo man normalerweise nie erwarten würde, dass sich der Zustand am Außen ändert, weil das ein Zeitpunkt ist, an dem keine positive Taktflanke ist. Das ist ein großes Problem, wenn man Signale samplen möchte, die sich nicht synchron zu einem lokalen Takt verändern. Und in der Praxis löst man das einfach wie? Was glaubt ihr? Ich mache einfach mehrere Flipflops hintereinander. Es ist verdammt schwierig, diesen Bereich unbewusst zu treffen. Und wenn ich quasi ein zweites Flipflop dahinter mache, dann müsste dieses zufällige Ereignis hier zufällig wieder in den kritischen Bereich hineintreffen. Und wenn ich einfach 3, 4 Flipflops hintereinander mache, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das je passiert, so astronomisch hoch, dass andere Zufallseignisse, die ja auch passieren können, dass da mal irgendwo eine Ladung sich verirrt und ein Transistor dann umschaltet oder sowas, dass das quasi ähnlich wahrscheinlich ist wie diese andere Zufallseignisse, die auch beitragen können dazu, dass eine Schaltung nicht mehr geht. Und dann ist es de facto gelöst. Ja, genau. Okay, wir haben da hier noch eine Übung, die ich wirklich euch als Übung lasse, nämlich ein paar Sachen in diesem Internet nachzuschlagen. Da gibt es noch alle möglichen andere Arten von Flipflops. In diesem Internet, ja, von dem alle reden. Ah, okay. Genau, also das sind ein paar Begriffe. JK Flipflop ist zum Beispiel eine andere Art von Flipflop. Da kann man mal nachlesen, was die alle so machen. Das ist Internet. So. Dann haben wir hier noch diesen Punkt. Ein Multiplexer, neues Bauteil, kein Gatter und so, und das ist jetzt so was Ähnliches. Ein Multiplexer ist ein Bauteil, das in Abhängigkeit von einem Kontrollsignal einen seiner Eingänge auf dem Ausgang wiedergibt. Also das Kontrollsignal ist hier X, dann habe ich eigentliche Dateneingänge A und B. Und in dem Fall, wenn X 0 ist, dann gebe ich den A-Eingang auf den Ausgang durch, wenn X 1 ist, gebe ich den B-Eingang auf den Ausgang aus. Also so eine Art Weiche, könnte man sagen. Mal den und mal den und den Ausgang verbinden. So, wie kann ich jetzt aus einem Multiplexer ein D-Ledge bauen?
Das ist das mit dem 1, gell? Ja, genau. Du brauchst aber noch andere Bauteile auch, oder? Ja. Brauchen wir einen Multiplexer. Multiplexer kann ich die Wahrheitstabelle vom D-Ledge 1 zu 1 nachbauen. Ja. Über die Wahrheitstabelle. Ja. Super. Ja, ist gut. Das B könnte das B sein. Ja, bei der Belegung ist X, ja. Das X ist das E und das B ist das B. Mhm. Und was noch? Was mache ich mit dem A? Jawohl, genau. Genau, genau. Also das D-Latch hat eben diesen Enable-Eingang und mit dem Enable-Eingang selektiere ich, möchte ich den D-Eingang auf den Ausgang legen oder möchte ich das bisherige Ausgangssignal auf den Ausgang legen. Und das kann ich natürlich mit einem Multiplexer machen, indem ich sage, beim B-Eingang, da kommt mein Signal rein. Und mein A-Eingang verbinde ich halt mit dem Ausgang. Und damit kann ich jetzt mit dem X auswählen, ob der Ausgang den alten Ausgangswert wiedergeben soll und dann rennt der Wert dann in einer Schleife quasi in einen Kreis, oder ob ich den neuen B-Wert übernehmen möchte. Und auch hier natürlich wieder blöd, wenn ich jetzt irgendwie X und B gleichzeitig schalte, dann habe ich vielleicht irgendwie zeitversetzt eine 1 und eine 0 in so einem Kreis. Also, das sind eben so die Extremfälle, die schließen einfach aus, indem ein Datenblatt schreibt, mit dem da drinnen von so einer tollen Multiplexer-basierten D-Ledge ist halt die Setup-Time das und die Hold-Time das. Und damit haben wir keine Garantien mehr abgegeben, was passiert, wenn jemand so einen Unsinn macht. Und dann können wir einen D-Ledge perfekt, einen Multiplexer perfekt einen D-Ledge bauen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass das da drinnen nicht wie ein mechanischer Schalter funktioniert, nicht? Dass wenn ich das mit einem Relais machen würde zum Beispiel, und ich könnte ja sagen, ein Relais ist eine Art Multiplexer, nicht? Aber der verstärkt das Signal nicht und der konditioniert das Signal auch nicht neu, nicht wie ein Puffer. Also da würde dann quasi das Signal vielleicht im Kreis verbunden sein, aber letztendlich ist das nur eine Leiterschleife, nur Luft und dann natürlich nichts machen. Aber wenn wir da einen Puffer haben, der verstärkt und konditioniert das Signal, dann hängt das wirklich so in einer Rückkopplung und stabilisiert sich eben in genau dem Zustand, den wir halt umgeschalten haben, von Durchreichen auf Wert halten. Okay.